Hey Leute, willkommen zurück zu Max Plays Age of Wonders. Wir haben in der letzten Woche den Schlangenfluss erfolgreich abgeschlossen. Wir geben uns heute zum Schwarzwassersee. Das ist, wo der Schlangenfluss mündet. Mal sehen, was dort so abgeht. Schwarzwassersee. Mein Entschluss, die ruchlose Ausbreitung der Echsen nicht mehr zu unterstützen, kam nicht zu früh. Der Echsenkönig hat seine Gefolgschaft flüstern von 2 Dutzend neuen Eroberungen. Doch ich muss meinen Weg zum Tal der Wunder fortsetzen. All diese Missionen würden zu viel Zeit kosten. Meine Forderung zwang sie, ihre Bestrebungen einem letzten Ziel zuzuwenden, dem Schwarzwassersee. Genährt aus dem Schlangenfluss bietet der See den Menschen eine Festung und unter der Wasseroberfläche soll sich Böses verbergen. Der See ist die wichtigste strategische Position der Echsen. Ich habe die Nachricht von Melanis Tod erhalten. Ihr Plan, die Zwerge auszulöschen, ist gescheitert. Ich werde sie vermissen. Aber zum Trauern ist keine Zeit. Ich bin erneut der Mittelpunkt des Kults. Gerüchte beschuldigen mich, Ressourcen des Kults für diese Kampagne veruntreut zu haben. Wie Geier stützen sie sich auf mich, um mir die Macht zu nehmen, die ich so mühevoll an mich brachte. Aber ich habe all das vorausgesehen und ich werde es nicht zulassen. Ich bin entschlossener als jeder andere Sturmlord. Wenn sie meine Mission behindern, räume ich sie aus dem Weg. Ja, klingt gut. Jetzt bin ich vor allem mal gespannt. Ja, das habe ich fast befürchtet, dass wir unseren Max-Level-Helden nicht mitnehmen können. Aber wir haben ja schon den nächsten Helden herangezüchtet oder gekauft. Der ist natürlich defensiv eine absolute Niete. Da müssen wir noch ein bisschen Punkte reinstecken. Was wir natürlich aber trotzdem mitnehmen, sind unsere beiden Imba-Helme. Und jetzt haben wir noch 32 Punkte übrig. Und alle Einheiten, die hier sind, kosten mehr als 31. Das heißt, wir sind dann relativ easy dahingehend, dass wir einfach noch den Rest in Gold investieren. Und jetzt haben wir hier, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, den Astrak Dude. Und Tarash müssen wir leider zurücklassen. Der einzige Vorteil von dem ist, der hat schon Zaubern 2. Das heißt, wir kriegen von Anfang an noch relativ gutes Mana-Income. Offensiv ist er auch eine ganz schöne Wucht. Er hat schon extra Angriff und an sich relativ gute Offensivsets, die wir auch mit unseren Verzauberungen verbessern noch. Aber defensiv muss er noch ganz schön zulegen, ehrlich gesagt. Und Anführer da auch noch nicht. Genau, das Sicherland. So, wir sind jetzt hier und haben auch wieder eine Höhle. Und das ist der See. Das sieht eine relativ große Karte aus. Nimm mal den Helm, da siehst du wenigstens schon mal ein bisschen besser aus. Und er hat ihn. 10-10. Talik ist ziemlich gut aufgestellt, die anderen. Nicht so. Also hier haben wir direkt mal ein Verlies, was ich nachgucken möchte. Dann möchte ich mal sehen. Gar nicht aufgewertet, okay. Eine Mine Menschen. Menschen könnten wir kaufen. Was steht hier? Achtung, das kalte und dunkle Verlies der Trauer liegt vor euch. Zwerge müssten wir bekämpfen. Das wäre wahrscheinlich das Erste, was wir machen. Die Zwerge mit unseren beiden Helden zu bekämpfen. Wir haben sogar ein bisschen Mana übrig. Ja, doch, Zaubern 2. Warum kann ich nicht... Aber wir haben nicht genügend Mana. Verstanden. Nächste Runde erst wieder. Nur mit euch. Und ein... Genau, da kann ich mal die Mine mit einnehmen. Sehr praktisch. Da haben wir nicht so sehr viel Miese. Ja, jetzt machen wir erstmal den Angriff. Ich würde unseren Anführer dahin schicken, weil der stärker ist. Das heißt, er greift die Stadt hier an. Also er sollte noch jede Menge Erfahrung bekommen, wobei dann wieder die Frage ist, kann er die mit ins nächste Gefecht nehmen oder ist er dann nur dieses Gefecht hilfreich? Weil wenn Tarash im letzten schon quasi zu stark war, dann wird es ja wahrscheinlich hier genauso ausfallen für Karum. Naja, sei es wie sei. So oder so sollte er nicht direkt sterben müssen. Zufrieden. Zufrieden gefällt mir. Das ist auch ein Höhleneingang.
Habt ihr zufälligerweise... Die haben immer noch... Ja, ich vergesse immer wieder, aber die haben keine Nachtsicht. Dann sind sie uns nicht sehr hilfreich, ehrlich gesagt. Du gehst mal zu ihm. Falls er ein Meat Shield braucht oder sowas. Gold würde ich kurz sparen, um zu gucken, wie viel die Menschen kosten. Dass wir jetzt nicht hier groß die Stadt befestigen. Menschen, Orks und... Zwerge. Menschen, Orks und Zwerge. Mögen uns alle nicht so, glaube ich. Das nehmen wir dankend an. Gucken wir doch mal, was es hier so zu kaufen gäbe. Windlauf. Ja, kann man haben. Muss man nicht unbedingt haben, aber gibt es durchaus schlechtere. Vielleicht machen wir auch gleich einfach so einen gewissen Offensivtrupp hier. Er kommt dann als Heilunterstützung nach. Aufgewertet ist die auch noch nicht. Ich überlege gerade, wenn, dann wären die Echsen jetzt hier wahrscheinlich noch am sinnvollsten. So, du kriegst jetzt... verzauberte Waffe. Das müsste jetzt erstmal reichen für das. Okay, kann... Jetzt müssen wir mal eine L spielen. Okay, hat es noch einmal probiert mit Bogenschießen. Okay, was kriegen wir? Holy shit! Grüner Drache. Wow. Das ist nicht schlecht. Hallo Zwerge. Das müsstest du eventuell sogar kaputt kriegen. Zumindest lähmen können, aber das machen wir in der nächsten Runde. Wir werden jetzt erstmal noch die kaufen und dann direkt, wie weit kommen wir? Sehr gut, und dann direkt dort ein bisschen Stunk machen. Ja, geil. Mit ihm greifen wir an. Und er ist auch ein beschworener Frosch, das heißt, der Zwergenanführer kann nicht weit sein. Bandi ist Stufe 1, der ist also kein Problem. Mir diesen Heiler-Dude, der ein bisschen nerven könnte. Tunnel liegt auf könnte. Giftspucke. Okay, sehr nah. Okay, ist aber ein Projektil. Ist ein bisschen... Die scannen nur wesentlich kürzere Reichweite. So. Au! Okay, hat noch 3 Verteidigung. Also wichtig wäre, dass du den Level 2 Typen hier kaputt haust. Und... dass wir jetzt uns um den hier kümmern. Kriegst du den Tod? Natürlich nicht. Wir haben sogar Giftangriff. Das ist ziemlich praktisch. So. Du rennst mal weg. Ich könnte mal noch gebrauchen. So, jetzt will ich mal gucken. Giftspucke. Und nochmal Giftspucke. Und Bogenschießen. Schade. Machen wir so. Nice. Könnte noch die ausschalten.
Wäre das sinnvoll? Wahrscheinlich schon. Dann geht mal hier hin. Ich muss gleich niesen, hoffentlich nicht. Komm schon. Ich niesen. Aber das heißt, wir sind ja hoffentlich in der Nähe vom Zwergenanführer, dass direkt mal einer weniger auf der Karte ist. Ja, unser Held hat gar keinen Schaden genommen, das ist schon gut. Was haben sie jetzt hier? Oh, Balliste, Kanone. Ich habe nicht nachgeguckt, aber sollte trotzdem noch okay sein. Zwei Reiter ebenso. Aber unser Fernkämpfer ist gedeckt. Achso, das ist nur eine Balliste und eine Kanone. Also schön wäre es eigentlich, wenn der hier umfallen würde, wenn man ihn anspuckt und du die Balliste killen würdest. Genau, dann könntest du noch ihn anspucken und du dich einfach neben ihn stellen, dass er blockiert ist. Das ist akzeptabel. Sogar vergiftet, sehr gut. Genau, und dann hätten wir es eigentlich. Er ist vergiftet, fällt jetzt um. Du holst noch die Erfahrung von diesem Rambock ab. Easy. Das ist der Anführer? Das ist der Anführer. Stufe 11 setzen wir mäßig, das heißt, du, mein Freund, bis demnächst Geschichte. Das haben wir jetzt nicht eingenommen, das ist nicht so schlimm. Gold haben wir jetzt auch nicht groß übrig, weil wir müssen ja noch damit rechnen, dass wir irgendwann noch Siedlung kaufen wollen hier. Deswegen sparen wir lieber das Gold, das Mana jetzt auch noch, würde ich sagen. Wichtig wäre, was jetzt Zwergen machen. Also okay, ich sehe hier nicht mehr, weil ich eins zurückgelaufen bin. Aber ich glaube, wenn, dann würde er alle zurückziehen in seine Hauptstadt, was ihm nicht viel bringen wird. Okay, er rennt sogar in die Richtung. Karum schafft ein Level. Na hier, Verteidigung. So. Könntet ihr unter euch ausmachen? Die Gold. Was ist hier? Mach das mit denen hier alleine, würde ich sagen. Würde ich das schaffen? Nein, gerade so nicht. Aber habe größtes Vertrauen in unseren neuen Freund Karum. Der hat sich bis jetzt ziemlich gut gemacht. Er ist auch 8 Verteidigung. Das ist schon, kann sich schon sehen lassen. Ansonsten haben wir jetzt auch so einen Haufen Fernkämpfer, die in der Belagerung auch hilfreich sein könnten. Beziehungsweise die Dudes sind alle so weit hinten. Ich weiß gar nicht, ob die es rechtzeitig schaffen, bevor er niedergestreckt wird. Er hat ja, wenn er nicht verteidigungsmäßig gelevelt ist, nur 10 Lebenspunkte und wie viel hatte er? 7 Verteidigung, okay. 4 Resistenz. Lass mal gucken. Aber die anderen können eh nichts machen, deswegen. Gut. Können eh noch hier so an die Mauer kriechen. Ja, das wird jetzt einfach ein bisschen RNG-mäßig in der Hoffnung, dass wir ihn killen, bevor die ganzen anderen Dudes kommen. Au. Das reicht doch. Am Tag 3 wurde Bolak, das reichte Zwerge angegriffen und Bolak besiegt. Na, so habe ich das doch gern. Und das würde ich jetzt nicht angreifen, dafür hast du zu wenig Leben. Aber du kannst diese Goldmine hinten einnehmen. Ihr, keine Ahnung, was ihr macht. Nein, vielleicht dann mit dem Anführer zusammen.
Sieht das dann besser aus vielleicht? Ein Bogenschütze. Machen wir es mal so. Super getroffen, ne? Giftangriff. Tja, ich hätte es dem Drachen gerne gelassen. Er braucht nämlich auch Erfahrung, um gut zu werden. Wenn einer der Typen überlebt, dann würde es dem Drachen geben, aber... ja, nicht. Und die werden wir jetzt auch befestigen, dass wir uns ein bisschen mit den Zwergen besser stellen. Genau, bis jetzt sind die noch neutral. Können wir die vielleicht nämlich auch kaufen, anstatt zu besiegen? Neutral. Gut. Die Elfenstadt kriegen wir eingenommen, auch mit denen. Du kommst vielleicht mal als Heilunterstützung nach oben. Wir müssten ja trotzdem mal einen produzieren, der hier mal in den Untergrund geht vielleicht. Okay, das ist ja anscheinend mitten im See, so Todeszeugs. Das meint er mit der Fluss hat irgendwelche Geheimnisse oder so. Ja, aber cool, es sind nur noch zwei. Menschen gibt es ja anscheinend sehr viele, das sieht man an der Länge der Rundenzahl schon. Orks gibt es auch. Wahrscheinlich, wenn wir jetzt hier... das mache ich taktisch. Wenn man jetzt die Guten wäre, dann müsste man wahrscheinlich zuerst gegen die Orks antreten. Das Problem ist, sie haben nur 6 Leben, ne? Aber hättest du ihn ruhig mal vergiften können. Schade. Okay, das habe ich fast gedacht, dass die ein bisschen ausrasten. Ich überlege, ob ich ihnen Angst einflößen gebe, aber er verliert auch sehr viele Lebenspunkte. In den Kämpfen, da wären mehr Lebenspunkte schon gut. Ich müsste mir die nochmal befestigen, dass sie uns... noch mehr mögen hier. Mhm. So. Okay, ein Verlust ist akzeptabel. Festigen, damit die Elfen vielleicht auch ein bisschen mögen. Ansonsten scheint es jetzt hier Ende zu sein. Diesen Weg. Das heißt, wir könnten aber trotzdem etwas produzieren und mit denen dann übers Wasser gehen und gucken, was da geht in 2 Runden. Wie gesagt, mit den Zwergen will ich mich eigentlich gut stellen hier. Genau so. Ich muss das zweimal befestigen. Die Stadt auch. Unser Geld auch schon wieder weg. Ich habe jetzt keine Lust, gegen die zu kämpfen. Können die auch kaufen, ne? Gerade, obwohl das ein Halbling. Die Halblinge werden mich dadurch trotzdem nicht mögen. Das heißt, mal kurz ändern. Das Geld dazu spare ich mir. Drücke ich die doch einfach weg. So. So, Freunde.
drei Fernkämpfer. Drei Fernkämpfer. Okay. Wir haben drei Angreifer. Wir gehen uns hinstellen. Okay, gehen wir auf den Anführer. Mit den wesentlich besseren Stats. Hat er überlebt? Oh, ich hab falschen angegriffen. Auch möglich. Noch gar nicht aufgewertet. Okay, bringt uns aber jede Menge Gold. Keine Fernkampfwaffe. Eventuell ein Problem. Aber nur eventuell. Na, was soll's. Habe ich das halt eine Runde nicht. Kurz überlegt, ob ich das irgendwie besser lösen kann, aber ist mir jetzt erstmal nichts eingefallen. Okay, alles Gold verbraten. Die Stadt hier vorne müsste man noch befestigen. Einfach nur, dass hier niemand aus dem Untergrund kommt und dann uns überfällt oder so. Hier scheint noch eine größere Stadt zu sein. Den Knoten hätte ich gerne, auch wenn er mir nichts bringt. Dann würde ich noch gerne gucken, was hier ist. Hier dürfen wir nicht vergessen, hier gab es auch noch Zauber zu kaufen, die wir noch nicht haben. Windlauf, auch nicht haben werden. Ich will jetzt nicht so nah hier dran, aus offensichtlichen Gründen. Obwohl dieser Todknoten natürlich schon eine ziemlich gute Sache wäre. Achso, ist unser Anführer denn schon voll verzaubert? Hast denn du schon eine dunkle Gabe? Ach, guck mal an, du kriegst jetzt nochmal... Ich krieg erstmal eine Verteidigung und eine Resistenz schon mal. Ist jetzt 9,5 oder sowas? 9,6 sogar schon. Ist unser Anführer denn schon voll verzaubert? Nee. Beide nicht. Muss ich noch ändern. Hätten wir fast genügend übrig, um noch wie heißt? Flüssige Form zu zaubern. Wäre wahrscheinlich sinnvoll. Gerade auf unseren Helden hier, ne? Lass mal so, wir stellen uns hinter unseren Anführer. Wobei du jetzt auch schon eine neue Verteidigung hast, so ist es nicht. Guck mal. Sehr gut. Sehr gut. Du schnappst du ihn. Und du machst ihn platt. So, die sind auch zufrieden, das freut mich. Oh ja, da könnten wir... Das ist ja natürlich böse, aber da könnten wir... Nochmal eine Echsenstadt, ja? Interessant. Die können wir auf jeden Fall kaufen. Dann befestigen wir halt später. Unsere Einheiten aufwerten, das brauchen wir nicht. Was gibt es hier zu kaufen? Heiliger Zorn. Ruft den Zorn des Himmels herbei, der alle Gegner auf dem Schlachtfeld schädigt. Auch okay. Nicht jetzt überragend, aber okay. Ah, guck an. Hier liegt auch noch was rum.
Dann sollten wir auch mal ein paar Einheiten an solchen Stellen stehen lassen. Hier sind auf jeden Fall Orks. Das ist schon mal interessant. Nehmen wir ein paar Jungs mit, ja. Würde ich sagen. Neutrale Orks. Alles neutrale Orks. Tja. Könnten wir ja überwältigen und müssten wir nicht umsiedeln. Würde ich auch so machen. Die ist sogar noch schlechter verteidigt, die Stadt hier. Dann müssten wir mal gucken, was hier noch so laut. Vielleicht können wir mit unseren Mini-Fuzzi-Einheiten auch schon was einnehmen, dass wir eher mehr Gold bekommen. Die Karte ist dann doch kleiner als gedacht. Sah jetzt erstmal auf der Oberwelt riesig aus, aber hält sich in Grenzen. Ich habe kurz überlegt, ob ich hier bei den Halblingen die Level 1 Kavalleristen produziere. Könnte man machen, ne? So. Oh, hallo. Zuflucht suchen. What? What? Die kenne ich ja gar nicht. Eine Seeschlange, Stufe 3. Das ist eine neutrale Einheit, Kreatur. Keine Völkerbeziehung. Ziemlich stark offensiv. Okay, nehm ich mit. Dann gucken wir mal, was hier noch so ist. Untote. Und da sind die Menschen. Mit einer Galeone. Verdammte Axt. Aber das ist wahrscheinlich hier diese dunkle... Hier gibt es irgendwas im Untergrund, unter dem See, was jetzt so angeteased wurde. Das einzige Problem ist hier die Galeone, wenn ich mir ehrlich bin. Die behindert jetzt meine Bewegungsfreiheit auf dem Land. Was ebenfalls ein bisschen schade ist, dass das hier eine Untotenstadt ist. Die müsste man dann nämlich umsiedeln, wenn man die haben möchte. Also der Knoten ist nicht so wichtig. Da kann ich auch noch Bewegungspunkte auf den Drachen hier sparen. Zwerge nochmal. Okay, sind noch neutral. Kriegen wir jetzt also nicht. Du bleibst hier. Sei ruhig mal Wache, dann kommst du nicht jedes Mal neu raus. Du bleibst hier als Wache. Das wollte ich nicht drücken. War mehr so, ich wollte gucken, ob er das schafft. Man sieht, er schafft es. Na gut, dann machen wir das hier mal nach und nach. Gut. Ein Fernkämpfer, ja. Hier sind ganz viele Fernkämpfer. Von uns. Das muss man natürlich dann auch nutzen. Und es möglichst nicht so hinstellen, dass sie uns jetzt gleich in der ersten Runde angreifen. Ich bin jedes Mal natürlich wieder überrascht, wie weit man in diesen Pflasterstraßen gehen kann, aber ein bisschen habe ich es jetzt so verinnerlicht. Immer noch so im Kopf, dass Leute mit Schild hier blockieren haben, aber das ist ja nicht so. Blockieren würde machen, dass sie mehr Verteidigung gegen Fernkampfangriffe haben. Schade. So, und ihn jetzt killen, komm. Sehr gut. Gut, sehr gut, sehr gut. Kill! Okay. Hier werden wir direkt befestigen.
Nein, die Städte, die an der Frontnähe sind natürlich zuerst. Na, hier so eine kleine Truppe um sich rum. Das ist gar nicht so schlecht. Unser Anführer kümmert sich um die Orkstadt. Da müssen wir noch diese neutrale Zwergen-Dudes dort ausschalten. Und dann holen wir uns die Zwerge auf jeden Fall, weil die müssen wir auch nicht umsiedeln. Die Untoten, würde ich sagen, haben erstmal nicht so hohe Priorität. Dementsprechend. Eins nach dem anderen. Wenn ich jetzt automatisch mache, setzt du deinen Zauber ein? Nee, wie viel Schaden hast du genommen? Geht. Ja genau, ein Luftelementar, Level 4. Das werde ich auf keinen Fall versuchen einzunehmen dort. Ansonsten würde ich jetzt mal unser Geld, oder können wir irgendwo Leute kaufen? Sieht erstmal nicht so aus, das heißt, ich kann das Geld in Defensivmaßnahmen investieren. Also hier die Stadt zu befestigen und auch mal endlich unsere erste Stadt hier zu befestigen. Nein, nicht niederbrennen. Ja, niederbrennen. Ja, direkt wieder ein bisschen Gold dazu bekommen. Vielleicht noch einen zweiten Fragezeichen, den wir unten dann mit rumschicken können. Also die müssten wir auch noch befestigen. Gut. Ah, da geht's. Menschen sind jetzt hier. Zwerge, Menschen, Orks oder was? So in dem Dreieck. Also wir müssten dann diese Truppe, die hier ist, dann irgendwann auf die Orks treffen vielleicht. Oha. Lustig. Was nicht lustig ist, sind die Sachen, die da unterirdisch abgehen. Schafft ihr das? Oh ja. Easy. Reicht nicht ganz. Dann können wir aber nächste Runde diese Stadt kaufen. Wir hätten dann gleich auch eine höhere Präsenz auf dem Land. Jetzt wäre jetzt die Frage, ob wir uns aufsplitten, dass jetzt der Drache erstmal die Stadt wieder einnimmt. Genau. Steht hier. Der Berg von Argataran. Okay, easy, klar. Was interessant wäre dann hier, wenn das unser Anführer vielleicht irgendwann eine flüssige Form hätte, mit dem man dann hier dieses Seegebiet umgehen könnte. Ansonsten wäre für uns jetzt schön, wenn wir diese Untotenstadt einnehmen und umsiedeln können. Zu Orks. Nicht automatisch. Das wollte ich nicht. Im Endeffekt. Gucken wir uns nochmal an. Ja, die ist natürlich gezaubert, das gefällt mir nicht. Hat er sich aber gut geschlagen. Nochmal Flammenpfeil. Soll es im Nahkampf gehen? Na, das kriegen wir. Ja, vor allem mit deutlich weniger Mana-Aufwand. Kriegen wir das hin. Allein das Mana, was da verbraten wurde. Wir haben auch relativ viele Fernkämpfer, das heißt, wir könnten uns versuchen, hinter den Häusern zu verschanzen. Haben wir dann einen deutlichen Vorteil gegenüber den Untoten hier. Ich meine, die sind recht fix, die Höllenhunde. Das könnte man zum Merken, falls wir dann mal, wenn, nicht falls, sondern wenn wir dann Untote spielen. Die sind so ein bisschen wie die Reiter, ne? Schnell und die haben auch noch einen Magieangriff. Dann sind sie sogar besser als diese Halbling-Reiter. Ich glaube, hier ist jetzt unser Punkt, wo wir uns hinstellen. So ungefähr hätte ich gedacht.
haben jetzt natürlich keine Häuser, um es vom gegnerischen Fernkämpfer zu verteidigen, aber können auf jeden Fall diesen Höllenhund niederschießen, oder? Da ist unser Typ hier im Weg. Natürlich ist er das. Das war gut. Ansonsten ist deine Aufgabe weiterhin, die Fernkämpfer zu schützen. Als oberste Prämisse. Du hast versagt. Wie gesagt, wie weit man da laufen kann, ist der Wahnsinn. Komm schon, das müsst ihr jetzt hinkriegen. Sehr gut. Okay, so ungefähr. Das ist wieder dasselbe Problem. Der Nahkämpfer muss sterben. Sehr gut. Läuft. Und kill. Gleich viele Verluste. Okay, ich dachte, ich kann es besser. Aber auf jeden Fall deutlich weniger Mana verbraucht. Ne? Das muss man jetzt auch mal sagen. Okay, also hier sind irgendwo Lava-Höhlen. Hast du nicht gesehen. Umsiedeln zu Orks. Die Galeone war hier irgendwo, ne? Naja, dann machst du jetzt bei ihm mit. Habe ich gehört. Und du, Freund, kein Mana verbraucht. Zwei Schaden. Vier. Das ist okay. Vier Schaden ist okay. Ich möchte ihn eigentlich jetzt ungern da so einfach vorjagen. Hier waren auf jeden Fall viele Untote, die so gelauert haben. Also und das wahrscheinlich, genau, das ist die Untoten-Dings. Hier. Machen wir einfach mal Wurmschützen zur Verteidigung, falls hier jemand rauskommt. So vielleicht. Dann ähnlich. Wir haben zwar ein bisschen Gold, was wir jetzt ausgeben, aber das ist schon okay. Das ist für einen guten Zweck. So, bin ich hier mal drüber gegangen? Nee, ne? Man sollte immer über diese Höhleneingänge wenigstens mal kurz drüber laufen. Da guckt man nämlich mit Tagessicht sozusagen in den Untergrund. Luftelementar kriege ich nicht tot. War das nicht das, was sogar physische Resistenz hat? Physische Immunität. Ha! Fliegende eine mit physischer Immunität. Klar. Läuft bei euch. Na, das habe ich fast befürchtet. Gut, okay. Wenigstens haben wir unten ein bisschen Gold aufgesammelt. Na, das ist schon mal was. So, da ist er schon mal voll wieder geheilt. Nichts so weit. Die Frage, fliegen wir mit dem hier mal kurz hoch, um zu gucken, was hier geht? Nichts. Okay, den könnten wir erkunden. Schaden bis jetzt genommen. Kein Schaden. Wald, Wesen, Höhlenkriechen, Bergsteigen. Nicht schlecht. Zauberangriff, erster Angriff. Okay, auch nicht schlecht. Zauberangriff jetzt nicht, aber der Schaden ist nett und halt die Bewegungsoptionen.
sind auch nicht von schlechten Eltern. So, jetzt haben wir jetzt auch wieder jede Menge Gold übrig auch. Neutraler und das ist auch neutral wahrscheinlich. Ja. Machen wir das mal so. Okay, ja, da müssen wir eh außenrum gehen irgendwie. Schade. Wir machen dann einfach. Hier ist ein komplett zugedingst. Naja, gut. Ein bisschen eine Wache. Einfach aus Paranoia befestigen wir das auch. Genau. Also müssen wir dann einen noch hinschicken, der diesen Wachturm da mal einnimmt. Hier müssen wir noch warten zwei Runden. Du bist ein Wächter. Okay. Gut. Gucken, ob man hier noch was von den Menschen sieht oder ob die jetzt Schiss haben. Wir siedeln das zu Orks um. Wenn wir das dann hier aufgewertet bekommen, könnten wir wieder rote Drachen haben, aber ich habe die leise Ahnung, dass die Mission wieder nicht so lange dauern wird. Also es steht und fällt natürlich mit der Stärke der gegnerischen Anführung. Ach komm, erstmal Lebenspunkte voll. Das muss sein. Ein Lebenknoten. Gegnerische Stadt. Könnten wir auch den Leuten lassen, die in der nächsten Runde dann frei sind. Komm, machen wir es einfach, damit muss alle schön voll geheilt sind. Hier noch. Vielleicht hätte man erst den Wachturm einnehmen sollen, aber okay. Nichts. Einmal nichts. Okay, aber schön die Augen offen halten. Vielleicht gibt es da noch Reichtümer irgendwo zu finden. Zwerge Stufe 3 einhalten. Riesen. Dieses Transport-Dings und Malwürfe. Alles jetzt nicht so der Hit. Echsenstufe 3 Einheiten sind deutlich besser. Ich mach mal einfach mal, weil wir es können. Ein paar Reiter. Gut. Wow. Muss doch nicht sein. Dafür wird geballert oder so, keine Ahnung. Da gibt es jetzt erstmal die Vergeltung. Ach, da haben wir unseren Heiler sogar verloren. Ich dachte, wir können uns jetzt einfach voll heilen und dann drauf losgehen, aber na gut. Okay, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ist ja wirklich weit und breit nichts zu sehen. Außer eine Galeone, die uns alle töten wird. Gut, das beruhigt mich. Umgesiedelt, sehr schön. Als alles befestigen. Kostet schon jede Menge Kleingeld. Wir könnten auch eine Galeone installieren. Froststrahl. Wir sollen auf jeden Fall, bevor die Mission endet hier, die ganzen Zauber uns noch kaufen. Wenn wir am Ende nicht mehr hin wissen mit unserem Geld, wo wir hin. Okay, da muss dann auch mal einer hin, diesen
links da einnehmen, wobei die haben ja jetzt gerade geschossen, dann werden sie jetzt nicht gleich normal schießen. So hofft man. Okay. Heilige Scheiße. Marconia und alles. Wir sollten unsere Streitkräfte zusammenziehen. Vorerst. 4, 5, 4, 8. Das schaffst du. Jede Menge Kleinvieh. Eine Stufe 7 Helden. Namru der Verlassene. Das ist natürlich auch ein netter Name. Und ein Heiliger noch. Gut, aber dann haben, wenn wir die jetzt zusammenziehen, haben wir 6 Einheiten, teilweise ziemlich stark. Das sieht ganz gut aus. Flüssige Form hätten wir auch jederzeit zauberbereit. Ja, okay. Die gehen alle in den Untergrund, was mir irgendwie Sorgen bereitet. Ach, ihr zieht euch zurück und teilt euch auf. Wie hier? Das waren mindestens 2 oder 3. Also wenn jemand eine Galeone aufhalten könnte, dann du. Ganz ehrlich. Da ist was. Okay. Schade. Das wäre ihr Preis gewesen. Sie hätten es fast geschafft an die Wand. An Land. An die Wand, genau. Ich drehe auch schon ein bisschen frei anscheinend. Wir können jetzt anfangen mal die Zauber zu kaufen. Ich meine, wir werten schon auf, wo wir aufwerten können. Vielleicht hier noch. Für diese Reiter. Der Orks. An sich wäre jetzt mein Ziel, die Stadt einzunehmen mit den Jungs und er könnte hier schon ein bisschen Stunk machen. Lassen wir auch mal ihn zurück. Er kann dann nämlich noch diesen Altar da einnehmen, wenn alles gut klappt, wenn er jetzt nicht zufälligerweise stirbt im Kampf oder so. 2 nahe, 2 Fernkämpfer. Haben wir ja auch so eine Kathedrale, Kirche. Wir werden es irgendwo hier in der Stadt verbarrikadieren wieder. Diesmal sollten wir es auch schaffen von den Runden her, wobei die natürlich ganz schön weit gehen innerhalb der Stadt. Ja, da sogar noch besser. Schaffst du das? Nee, dann bleibst du hier. Du gehst dahin und du gehst dahin. Okay, die sind in Schussreichweite, zumindest der eine. So, jetzt muss man gucken, wer kann getroffen werden. Du triffst beide. Du triffst auch beide. Ihn so. Bleib mal lieber zurück. Und kill. So, hier soll den Fechter produziert werden, da bin ich ja kein Freund davon. So. Und er hat jetzt die Aufgabe, das einzunehmen. Na komm, wir können sogar noch alle zusammen kämpfen. Wie schön, alle zusammen. Wer ist denn hier hinten? 2 Reiter. Gut, die können wir abfangen, bevor die irgendwas Dummes machen. Du stellst dich hier so ein bisschen in den Weg. Du stellst dich vor den Fernkämpfer.
Bis zur maximalen Stufe. Nein. Dann. Dich werden wir wahrscheinlich nicht brauchen können. Schussreichweite. Wenn nicht, dann gehen wir noch ein Stück zurück. Perfekt. Au, hat sogar getroffen. Uncool. So, es sind wirklich sehr viele Menscheneinheiten, aber nicht, dass die hier gewinnen könnten. Bleiben wir mal alle hier zusammen in einer Gruppe. Ich könnte mich schon ein bisschen vorbewegen, aber es ist mir alles ein bisschen heiß gerade hier. Okay, eine Blitzschau auf eine Einheit, alles klar. Also die Menschen haben sich hier ganz schön festgezeckt. Noch ein Held. Rodrik, der Nachtbote. Er hat ein Level Up. Er kriegt jetzt noch die letzte Verteidigung und noch einen Widerstand. Und dann kriegt er demnächst auch noch ein bisschen Leben. Puh, Kavalier. Nein! Wenn jetzt die Galeone kommt, ne? Dann ist sie aber zusammenloser. Da müssen wir gucken. Schafft ein Level, befestigt. Die Stadt ist verbessert worden. Reicht aber noch nicht. Die Frage, warten wir jetzt? Ja, Rotdrachen dauern uns jetzt zu lange wahrscheinlich, ne? Weil dieses haben wir ja noch nicht mal eine Befestigungsstufe. Das heißt, wir keine Verbesserungsstufe, wir verbessern die hier noch einmal, dann könnten wir dort grüne Drachen produzieren. Das wäre doch schon mal ein Anfang. So, und du bist dann hier Verteidiger. Ja. Noch könntest du das auch schaffen, an die Front zu kommen, rechtzeitig. Wenn du jetzt, wenn ich jetzt warte, bis da eine größere Truppe zusammen ist, wird das nichts. Wir müssten jetzt eigentlich dieses Konglomerat hier angreifen. Wenn das ein bisschen ätzend wird. Alternativ. Töten wir den Menschenanführer. Und das werden wir einfach machen. Den Menschen sind jetzt... Gut, also die könnten wir dann alle kaufen. Wenn wir Glück haben, sogar diesen Menschenhelden dazu. So, nochmal was trinken. Und dann Feuer frei. So, erstmal die zwei Lobros hier vor uns direkt. Das Beste ist, wenn man da so ein bisschen auf die Wiese ist, dann können sie nicht so weit laufen. Hier genau. Schade, nicht richtig bedacht. Aber der schafft es zum Beispiel nicht ganz. Nur ein Kavalleristen Stufe 2, alles andere ist ziemliches Kanonenfutter. Er ist natürlich Stufe 15, hat aber wieder einfach super viel Zaubern. Was ihm in einer direkten Konfrontation natürlich herzlich wenig bringt. Achso, wir könnten beim nächsten Level Up mal unserem Karam-Kuram. Karum, meine Güte, mal Anführer-Skills geben. Das wäre eine ganz gute Sache.
bisschen Angst, ihn da einzusetzen. So. Stellst du dich dahin? Boah. Es gibt noch gar keine Lanzenfähigkeit und trotzdem lanzt er den Jungen da einfach weg. Krass. Stufe. Wir haben erst einen Griff, deswegen greifen wir ihn so an. Gut. Er sollte sich dann zurückziehen. Egal. Sehr gut. Goldar ist besiegt worden. Am Tag 12 wurde das Reich der Menschenangriffe von Goldar besiegt. Hehe. Die wollen jetzt alle mit uns reden. Außer der Helder. Schade. Egal, das ist auf jeden Fall jede Menge Gold, was wir erstmal benötigen. Wir machen plus 300 Gold pro Runde. Das heißt, wir werden die auch besiegen, einnehmen können. Da müssten aber die Beziehung der Menschen vielleicht noch einen Zacken besser sein. Dann könnten wir auch den Helden kaufen. Die werden besser. Wir befestigen gerade eine Stadt. So, und dann sollten wir diese Goldmine einnehmen, die Stadt einnehmen, alle Städte hier einnehmen. Na geil. Eigentlich ein gutes Finale. Ich würde sagen, hier beenden wir das. Die nächste Runde wird dann wieder zu lange dauern. Wir haben hier oben in der Ecke angefangen mit nur einer Stadt und haben uns dann in beide Richtungen ausgebreitet. Und hier oben ist der Weg zum Ziel. Ja, es geht relativ fix eben. Der große Vorteil, ich habe es schon jetzt oft gesagt, dass man neutrale Gesinnung hat. Und mit einer neutralen Gesinnung kann man so viele Völker einfach, ich sag mal, tolerieren. Zwerge, weil sie gut sind, Halblinge. Echsen, Orks, alles, ja. Muss man nicht ewig dastehen und die noch irgendwie umsiedeln. Das wird unser Fortschritt so gelähmt. Jetzt sind wir hier in der Folge nach vorne gebrechen, haben direkt 2 von 3 Anführern besiegt von den Orks. Haben wir bis jetzt noch gar nichts gesehen. Ist jetzt die Frage, ob die im Untergrund vielleicht abhängen. Ansonsten hier wahrscheinlich im südlichen Teil. Ich meine, die Zwerge waren hier, dann sind die Orks vielleicht hier. Jetzt, wenn man von der globalen Karte guckt, sind ja die Orks auch eher von den Aschensteppen und sowas im Süden. Von daher würde das eigentlich ganz gut passen. Das hat jetzt bei der letzten Episode nicht gepasst. Die waren dann einfach mitten im Schlangenfluss. Egal. Gut, Freunde. An der Stelle ohne weiteres Blabla. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.